Aber wer weiß, vielleicht werde ich mal die Tage auch mal wieder Shinobi Striker streamen und mir mal den Boruto mal genauer ansehen. Weil ich habe schon ein Video gesehen, tatsächlich, so, was er kann und sowas. Und ja, mal sehen dann, ne? Oh, das war nice. Dann hat mich geprankt. Denkst du ernsthaft, du kannst mir so leicht entkommen? Ich hab die besseren Schattendoppelgänger. Aha, okay. Aha, Smijal, Fuck, ey. So. Was war das denn jetzt? Ja, als ob, what the fuck? Was passiert hier? Ich check grad gar nichts mehr. Okay. Warte, ich hab gerade echt das Gefühl, dass ich gegen James spiele. Also nur Front James, ne? Aber. Ja, ich wusste, dass du konntest. Nochmal falle ich ganz bestimmt nicht drauf rein. Okay. Alter, WTF, Smijal kriegt die ganze Zeit seine Tauschbanken genau in dem Moment. Ja, wo sie halt passen, ne? Sehr gemein. Ja! Pff. Habt ihr das gesehen? Damit habe ich selber gar nicht mehr gerechnet. Anders, das funktioniert hat. Als ob das trotzdem noch Konter hat. Ey, der kriegt die ganze Zeit Tauschspiken, ey! Die ganze Zeit schon! Ja, wollte ich auch machen. Ja, diesmal mache ich das auch mal. So. Viel Spaß, Smijal, ne? Ey, deine Tauschspiken laden wie sonst was, ey, WTF? Und meine nicht. Meine überhaupt nicht. Was mache ich falsch? Oh mein Gott. Weißt du? Ja, nein, den laden halt nicht. Ja, ich bin tot. Ja, was war das denn? Habt ihr schon wieder gesehen? Ey, warum? Oh, was soll ich denn da machen? Ey, wisst ihr, wenn ich das mache, bei mir funktioniert sowas nie. Hätte mir jetzt noch der Feuerball erwischt, ne? Hi! Wow! Jetzt hat mich dieser scheiß Boruto noch zu Bodyblockt eben. Yeah! Aber trotzdem GG Smijal, ey. Richtig gut. Okay.
Gut, James, dann komm. Natürlich habe ich nicht Prio. Ah, jetzt habe ich auch mal Prio. Was soll ich da machen? Ah! Alter, dieser Schilddevil. Habt ihr gesehen, der konnte einfach blocken und nebenbei... Ja, ist klar. Natürlich kriege ich da noch mein Schildray. Ey, die Stomp4-Streams, die entwickeln sich nur darauf, dass ich mich die ganze Zeit beschwere, oder? Kann das sein? Ja. Aber natürlich nicht ohne Grund. So, Online-Minato. Ja, als ob. Ja, genau, ist klar. Ein Tiltangriff zählt einfach mehr als so ein, ne, normaler Angriff, ist klar. Ja, mein Sprint kam auch wieder nicht durch. Oh, Alter, ey. Ich check Stomp hier einfach gar nicht mehr. Null. Es ist so, als ob ich wieder von null... Ja, zu spät Tauschbalken anscheinend gedrückt. Shit. Es ist so, ob ich von null wieder anfange. So, wisst ihr, so richtig schlecht. Ja. Ich kann nichts machen, ich hab null Prio. Ja, Chakraspiel geht nicht. Mann, ey, wie was verpiss dich! Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du auch mal bei mir connecten, ne? Ja, ist klar. Wird irgendwie zur Seite geportet, irgendwie, voll komisch. Kann ich natürlich nicht weiter angreifen. Natürlich. Und seine Tauschbalken laden einfach mal genauso wie meine. Warum? Ich habe ihn doch zuletzt welche abgezogen, oder nicht? Ich versteh's nicht. Warum? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich wusste, dass er kontert. Rennt er wieder die ganze Zeit weg, ne? Dann kriegt er schon wieder seine scheiß fucking Tauschbalken, ey. Ja, habt ihr schon wieder gesehen? Was war das hier? Ja, natürlich jetzt getroffen. Ja, zu spät wieder tauschen. Alter, ey, Alter, ich kann gar nichts mehr, ey. Es passiert nur Scheiße. Ich kann nichts machen. Ich finde den 6-Faden-Naruto auch nicht gut. Aber du kannst halt sehr gut mit dem spielen, ne? Hat er wieder bestimmt um 3 Uhr morgens wieder ordentlich reingesuchtet, der James. Wie man ihn kennt, ne? Oh, mein Schildweg ist auch nicht schon weg, ey. Wollte ich auch machen. Jawohl, ich wusste, es ist connected. Scheiße. Aber natürlich bei mir, ne? Eine ganz andere Regel. 6-Faden-Naruto ist einfach schneller als Rock Lee. Hä? Seit wann? Seit wann ist das so? Ja, Chakra Sprint kommt auch nicht durch wegen Hitbox. Ey. Ja, Ninjutsu kommt auch nicht raus. Perfekt. Nice. Sehr gut.
Warum hat er jetzt den hier zugemacht? WTF? Was passiert hier? Oh, endlich! Ich hab mal was hinbekommen. Oh, Erfolgserlebnis einfach. Oh, mein Gott, ey, und jetzt? Boom! Herr James, keine Ahnung, was das gerade war, was da passiert ist, aber es war auf jeden Fall interessant. Konnte einfach über Boruto springen. Ja, genau, doppelt Shield Damage, man kennt. Ich bin tot. Fuck, okay, das war dumm. Ja, der kommt jetzt angesprintet. Mann! James, verarsch ich nicht! Wegen dieser scheiß Rüstungskacke, ey! Ja, natürlich! Okay, mach Konter. Ist ja nicht so, dass ich Chakra-Schuriken werfen wollte. Ist okay. Was regt so auf, ne? Dass die Sachen halt nie passieren, die man machen möchte. Das ist so bescheuert einfach, wirklich. Ja, ich hätte Rock Lee wieder fünfmal erwischt. Mann! Ja, knall ich noch gegen die Wand, damit ich nochmal Chakra laden muss. Das war mir so klar, ne? Mann, James, jetzt komm her! Ey, sind wir hier in 2016 oder was? Ja, habt ihr schon wieder gesehen? Ja, muss ich wieder zweimal Tauschbalken einsetzen. Ey, das ist so lächerlich, wirklich. Ich kann nichts machen. Okay, da hätte ich blocken können. Aber trotzdem, dumm. Ey, ihr könnt mich aufregen. Das ist so unnötig. Oh, ey. Aber wie gut, ich kann jetzt mal eine Pause machen. Immerhin. Oh Mann, ey. Die Storm 4 Streams, wo ich mich jedes Mal aufregen werde. Nein. Guckt euch James doch mal an. Wie er voll übertreibt, ey. Okay, das war interessant. Meiji gerade. Hi, Totti. Ja, Totti, übel. Ey, ich bin richtig mad. Ey, in Storm 4, ne? Ich werde da richtig mad momentan. Weil da Sachen passieren, die ich halt überhaupt nicht verstehe, Totti. Kannst du dir das vorstellen? Ey, nee. Ja. Mhm. Warte, ich sag's dir, ne? Du musst gleich mal im nächsten Match gucken. Ich glaube, als nächstes bin ich dann wieder dran, ne? Musst du ja mal drauf achten.
Ja, was da passiert, wenn ich gegen James zum Beispiel spiele, ne? Ey, also James ist das beste Beispiel. Tassage, jo, Hallöchen. Nein, ich bin nicht über WLAN. Ganz bestimmt nicht. Das ist doch nicht Totti. Stell dir das mal vor. Tassage, jo, danke für den Follow. Klar, du darfst sehr gerne mitmachen. Endlos Lobby ist open. Kannst du gerne reinkommen. Oder auch natürlich alle anderen, ne? Jetzt alle sehr gerne reinkommen. Oh lol, okay. Nein, Leute, Neji opfert sich. Oh nein. Uff. Oh shit, ich glaube, das wird er nicht überleben. Ich sehe, ich glaube, in Revolution war das ja so. Wenn sich ein Hilfscharakter geopfert hat für die Ulti, also wenn man halt der Einsatztyp war, dann ist der Charakter auch erstmal weg. Also man konnte ihn gar nicht rufen. Oder war er komplett weg? Oder konnte man ihn eine Zeit nicht rufen? Irgendwie so war das auf jeden Fall. Genau, ganz wichtig, wir spielen auf PS4, ne? Weil Software hat leider kein Crossplay, deswegen... Ja. Ist hier dann eben, ne? Und yeah! Aber GG's. Und hi Debbie! So, alles klar. Tornado und so. Jetzt will er mich doch mit Karin einfach fertig machen, hallo? Man muss aber auch dazu sagen, dass man Karin einfach nicht unterschätzen darf, ne? Man schon überschätzen sagen. So kann man jump. Ja, ne? Boah, da kann man über die Tilt-Attacke, ey. Da, schaut, er hat alle seine Tauschstrecken noch. Ja, okay. Okay, ich beschwere mich nicht. Alles in Ordnung. Also, wir haben ihn nicht getroffen. Nein! Shanado! Danke, Tornado, Mann! Jetzt kommt Tornado, Alter! Wow. Fuck, ich hab nicht drauf geachtet, das war dumm. Als ob er denn diesmal nicht kontert, warum? Oh Gott. Wehe. Alter, für so ein Kick einfach und dann tot. Achso, echt Montag erst? Oh Mann. Das ist übel. Ja, wo war mein Chakra-Sprint? Einfach nicht vorhanden gewesen. Ey, da hat er. Warum? James, warum rechnest du damit? Ich konnte so gut wie nie, weißt du? Der hat doch bestimmt mit richtigen Competitive-Spieler gespielt, ey. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Der richtig übel. Ja, natürlich, klar. Wisst ihr? Und yeah!
Wehe, er kriegt sein Tauschbalken wieder. Jawohl, endlich. Okay, ich bin zufrieden. Ein Stock wenigstens abgezogen. Ich bin zufrieden. Ist in Ordnung. Wenigstens das. Oh, ey, das gibt's doch nicht. Zu nahe, hier ist das Ziel, ne? Nur mal so. Falls du es noch nicht gecheckt hast, irgendwie. Hanabi hat einfach Prio. Boom! Yeah! Du gehst nicht in den Awake. Das kannst du sowas verknicken, James. Ganz ehrlich. Nein, das wollte ich doch gar nicht sein. Okay. Nein, nein. Hä, was war das denn? Warum ist Karin denn jetzt im Unmacht gefallen? WTF? Er fängt ja einfach an zu schlafen mit einem Match, weißt du? Ja, genau. James, das kannst du nicht machen. Hallo? What the fuck ist das? Was zur Hölle war das gerade? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich kann einfach nichts machen. Das war einfach eine True Combo. WTF? Ansonsten kann ich auch gleich gerne ein Turnier einfach aufmachen. Und dann können wir gemeinsam Storm 4 zocken. Weil ich streame nämlich jeden Samstag um 17 Uhr Storm 4. Und ja, momentan ist es eher so, dass ich eher mad werde, weil ich halt ultra bad bin in dem Game. Ja, wisst ihr, am Anfang so gar keine Probleme gehabt und jetzt auf einmal. Richtig komisch. Alles James schuld. James ist einfach schuld. Ach, Deku spielt das erst seit neuestem. Hi, Famer. Famer, komm. Hm? Komm. Ich kann sehr gerne James zerstören. Please. Das ist heute wieder richtig gemein zu mir. Oh Mann. Ja, okay, das stimmt. Ich hatte ja auch eine sehr lange Auszeit von Storm 4. Ich weiß gar nicht, wann habe ich wieder angefangen, Storm 4 zu streamen? Ich überlege gerade, es müsste Anfang dieses Jahr gewesen sein, ne? Mit dem spiele ich Storm 4 jeden Samstag halt. Ich meine, das Spiel bringt mir ja auch Spaß, sonst würde ich es ja halt streamen, ne? Aber gibt es da trotzdem Momente, wo ich mich einfach frage, what the fuck? So wie das eben gerade. Habt ihr es gerade gesehen? Was ist das denn, hä? Achso, du hattest das mit einem Freund gespielt. Achso, okay. Doch, Smijal bestimmt. Also in der Competitive-Szene von Storm 4 kenne ich mich jetzt nicht aus. Aber... ja. Also ich bin da nicht komplett drin, ne? Sagen wir es mal so. Aber ich find's echt toll, wenn viele Leute noch Storm 4 spielen. Storm 4 ist halt auch einfach toll, ne? Okay, Deko, dann noch dir einen wunderschönen Abend. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Ich denke, Abend kann man schon sagen, ne? 17.38 Uhr, ich denke schon. Ja, ich meine so mit den Glitches, ne? Also zum Beispiel halt, wenn die Combo ändert und so. Ja, ich weiß ja, wie das funktioniert. Und ich weiß ja, ne, ob das connected oder nicht. Ich habe da so immer so ein gutes Gefühl mit bei. Aber ja, momentan ist es halt eher nicht so. Ich weiß nicht warum.
Wenn ihr wisst, was ich schon für komische Kombos hinbekommen habe, ey, bitte, ey. Richtig komisch connected. Madara ist da ein sehr gutes Beispiel mit. Oder Itachi. Ich habe es irgendwie mal geschafft mit Itachi. Also ich hatte Madara und Itachi als Team halt. Und dann müsst ihr euch vorstellen, habe ich halt Itachi den Gegner halt so mit der Neutral-Kombo geschlagen. Und die Neutral-Kombo, die wirft ja dann auch Shuriken, ne, mit einer Kombo, so ganz viele. Und das Ding ist, in dem Moment habe ich irgendwie Madara dann gerufen. Und er hat halt mit seinem Feuerball so zu den Gegner weggeschleudert. Und diese ganzen Shuriken, die sind den Gegner übelst hinterher geflogen. Und dann ist die Kombo auch noch voll, ja. Ist sie halt voll connected dann. Das war übelst crazy, das sah so cool aus. Richtig übel. Das sah sehr interessant aus. Allein schon diese Hitbox dann auch, ne? Ey, dass das sogar den getroffen hat. Ich denke, die ist auch ganz einfach zu machen, die Kombo. Also wenn man die jetzt so machen würde, ne? Ich meine, das war eher zufällig auch, ein bisschen. Ach, Rocket League hatte ich mir damals eher ein bisschen auf YouTube angesehen, tatsächlich. Also selber gespielt nie wirklich so. Vielleicht ein paar Runden. Aber habe ich mir sehr gerne mal auf YouTube angesehen. Ach, bei dir war es auch so, Famer. Das war irgendwie das erste Spiel, was ich dann hatte. Weil ich halt mein Kumpel dann zu mir meinte, ja, er hatte mal die Demo runter, die ist voll cool. Und ich dann so, okay, können wir uns ja mal anschauen. Und ich war da halt noch nie so wirklich so mit Anime so beschäftigt in dem Zeitraum eben. Und ja, so habe ich dann halt Naruto kennengelernt, habe mir dann weitere Anime angesehen und sowas alles. Und so kam es denn dazu. Müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ein Spiel, ja, das halt so gemacht hat eben, ne? Ist schon cool. Mein Freund aus Versehen die CD kaputt gemacht. Oh nein! Ja, Storm 2 ist echt toll, das stimmt. Storm 2 war ja auch mit Pain, glaube ich, ne? Oder? Ey, Gohan, danke für den Follow. Storm 2 war, glaube ich, mit Pain. Storm 3 war ja dann mit, ja, ne? Mit Naruto, Suke und so. Ich liebe ja auch diese Quicktime-Events dann in Storm 2 zum Beispiel, ne? Oder auch in Storm 3. Das ist schon cool. Das fand ich echt richtig geil. Ich glaube, die Trilogy, die habe ich auch schon 2 oder 3 Mal durchgespielt komplett. Außer Storm 1 tatsächlich. Storm 1 bin ich halt nicht der Fan von. Eben wegen den komischen Missionen halt, die man mit dem Kampf machen muss. Finde ich halt nicht so dolle. Und ja, kann ich sonst gleich machen, Famer. Sonst mache ich dann gleich, Turnier dann auf. Dann kann jeder mal gegen jeden spielen. Ich hoffe ja darauf, dass sie vielleicht sowas mal mit Boruto machen, ne? Wäre doch cool, oder? Cyber Connect 2 und so. Und dann mit Boruto. Das wäre schon stark, glaube ich. Ne, die Frage ist denn, ob sie vielleicht die ganzen Charaktere nochmal reinbringen würden, ne? Also ich gehe mal nicht davon aus, oder? Ich denke, das wird genauso wie Demon Slayer sein. Oh, Demon Slayer wird übelst cool. Es ist natürlich dann auch von Cyber Connect 2. Das Spiel, das wird echt richtig cool. Oh, gut, du Storm 1 sagst du, ja. Das wär's so. Ich meine, jetzt sind sie halt dabei mit Demon Slayer, ne? Yeah! Dio, ich
Ich überlege gerade, war das der mit dem blauen Haaren? Ich finde halt irgendwie immer so ein bisschen so mit den Namen und so. Und manchmal ein bisschen überfordert. GG in Reverse, danke für dein Follow. Oh shit, nicht die Ulti. Nein! Ja, schaut euch James an. Einfach mal die ganzen Leisten sind fast leer. Tauschbalken der Lebensbalken irgendwie nur fast 1% nur noch. Und keine Tauschbalken. Achso, der. Hä? Kommt der rein? Ach nee, Moment. Der ist ja drinne. Ja, genau. Der mit den blauen Haaren, ne? Stimmt. Ja, ja. Jetzt weiß ich wieder. Der mit seinem coolen Wasserschwert versteckt gedöhnt. Altin, Hallöchen. Was, ey, von allen einfach? Wasserschwert? Ja, ja. Mann, ich bin heute übelst lost, ey. Ich hab nicht besonders einen Charakter, den ich irgendwie übelst gerne mag in Storm 4. Ich spiele gerne mit verschiedenen Chars. Aber ich würde, also, jetzt so an sich würde ich einfach mal Boruto sagen, weil ich finde schon, dass Boruto mir irgendwie am meisten Spaß bringt irgendwie. Aber auch Yugito nie. Also wenn, ich würde sagen, Yugito nie ist mein Main, würde ich ganz gerne sagen. Aber ich spiele sie halt so gut wie nie. Deswegen, ja. Am besten wäre natürlich, wenn, während man dann halt zum Beispiel Boyshit oder sowas ist, ich denke, das würde dann am besten sein, um dann halt so Sachen zu erklären und so. Aber es funktioniert auch so. Es funktioniert sogar auch. Ein guter Anfängertipp, ne? An alle hier. An alle vor allem. Ist nicht gemein. Nein, also an die, die wirklich Storm 4 nicht so häufig spielen. Schaut euch auch sehr gerne mal so auf YouTube mal ein paar Videos an, wenn ihr euch wirklich für Storm 4 interessiert. Das kann echt weiterhelfen. Das habe ich zumindest damals gemacht. Also nicht unbedingt bei Storm 4, aber halt Revolution. Da habe ich mir damals halt YouTube-Videos angesehen. Und ja. Das kann echt sehr helfen. Das mache ich halt auch generell mal, wenn ich nicht. Also wenn ich mich wirklich für das Spiel interessiere, dann schaue ich mir generell auch Sachen mal auf YouTube an. Damit ich mal so einen Eindruck, ja, sehe, so wie die anderen halt mit dem Charakter oder so spielen. Weil jeder halt natürlich anders spielt, wisst ihr? Richtig komisch getroffen gerade, hä? Ey, Itachi ist echt so ein Dancer einfach, ne? Was ist denn gerade für ein Geräusch? Hat sich angehört wie so ein Ente oder so. Aber so jetzt generell in Storm 4 oder so, war ich nie wirklich im Trainingsmodus. Also so, und hab übelst krass Sachen ausprobiert. Auch in Revolution zum Beispiel nicht. Da habe ich lieber gegen ein CPU gespielt. Ja, das stimmt. Also wenn man halt zusammen dann eben Storm 4 dann spielt, ne? Das bringt natürlich dann auch mehr Spaß, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Und umso besser ist es natürlich dann auch, wenn der
Kumpel sich natürlich dann auch mehr mit dem Spiel beschäftigt als man selber. Und man halt da dann ja, fragen kann und sowas alles, ne? Wie das und das funktioniert, damit das halt erklären kann. Das ist schon cool. Ja, kann gut sein, dass ich auch mal was von gehört habe mit Duo-Modus. Ich frag mich, wie die es machen würden. Ich meine, das wäre ja sowas ähnliches wie Storm Revolution mit diesem Modus da, ne? Mit diesen komischen Bällen da. Also, dass man halt jemanden anvisieren kann. Und... Wobei, wenn ich mir das mal so überlege... Ich meine, man kann ja in Demon... Also, in dem neuen Demon Slayer-Spiel kann man ja den Charakter auch wechseln, glaube ich, oder? War das nicht so? Also, ich habe halt nur ein paar Videos gesehen. Ich habe jetzt nicht übelst nachgesehen oder so. Aber ich denke, so war das, oder? Ich glaube, dann könnte es kritisch werden mit den Anvisieren. Ich wüsste nicht, wie sie es machen würden. Vielleicht linker Stick oder so reindrücken oder so, keine Ahnung. So, ich mache das meistens so, dass ich mal dreimal auf Zufall drücke. 2, 3. Ist das so in Ordnung? Hä? Wo ist James eigentlich? James? Hat James nicht reingeschafft? James, ich wollte gerade sagen, hä? Ja, jetzt habe ich erst... Oh, Mann! Okay, eine Runde mal ohne James. Oh, gemein. James, nächstes Mal. James, das Ding ist, ich dachte, James wäre schon drin. Bei James habe ich mir halt nie so große Gedanken, wisst ihr? Ich denke mir so, ach, der James, der ist eh schnell da, wisst ihr? Die Verzögerung. Oh nein. Ja, jetzt sah ich. Bin Sakura. Hör auf, dich zu unterschätzen. Ja, ja, das ist mein Name. Ja, genau. Wollte erstmal rein jumpen, ne? Ja, Dinger. Boom! Jawoll. Water Style. Oder auch nicht. Ja, genau, ist klar. Nein! Ja, was war das denn? Seht ihr, das meine ich. Habt ihr das gerade gesehen? Dann bin ich auch wieder mein Teil. Schamino. Yeah! Und. Bin versteckt. Easy. Oh shit. Nein. Oh Gott. Okay, da kam Naruto noch. Oh nein, Fehler bekommen. Der Online-Modus wieder echt super unterwegs heute wieder. Oh, fuck. Nein, nicht was er damit trifft. Lass mich in Ruhe. Okay, jetzt komm. Und yeah! Alles klar. Oh, ich liebe diesen Awake, ne? Der ist so geil. Coolster Awake im gesamten Storm 4 Game einfach. Oder? Findet ihr nicht? Also ich finde schon. Ja, toll. What the fuck? Nein. Hä? What the fuck? Was ist das denn? Ich check hier gar nichts mehr. Ja, Mario Kart, ne? Mario Kart? Mal sehen, mal sehen. Also morgen wahrscheinlich nicht. Morgen, da wollte ich dann mal gucken. Das ist voll dumm. Krass, wie lange Tenten zusammen tut, ne? Ein bisschen gucken. Einfach Tenten nerven. Und yeah! Wow! Alles klar, Team 7.
Let's go! Hallo! Nein! Alter! Ich dachte, er ist da viel drauf rein! Ja komm, hol ihn dir! Scheiße! Oh oh! Nein! Mann! Naruto! Und... Oh, da war das Hängern! Oh oh! Nein! Au, ja, das kann ich auch. Ich kann auch umspammen. Oh shit, das ist die kleine Tenten, die ist gefährlich. Nein, das wollte ich nicht. Aber trotzdem GG. Das war komisch. Naruto Uzumaki. So muss das, Dark Magier, so muss das. Kommen wir nochmal in Revanche. Oh weia. Oh oh. Oh nein, es ist der Hokage, oh nein! Er setzt viel zu schnell Tauschbalken ein. Das ist ein sehr krasser Nachteil für ihn. Weil ich habe jetzt noch zwei Tauschbalken. Und ich kann ihn jetzt pushen kommen. Okay, schnell Char wechseln. Feuer versteckt. Naruto wechseln. What's on? Yeah! Richtung. Und jetzt. Oh, da war das Hängern. Was? Okay, ich treffe einfach mal Naruto. Sasuke. Wow. Alter, ey. Naja, ich denke, dass, dass er auch Vampir gar nicht so oft gespielt hat bis jetzt. Weil er spielt halt, ja, genauso wie ich gerade. Einfach die ganze Zeit Tauschbrecken spammen. Seht ihr? Direkt gepunished worden. Direkt kassiert. So muss das. Yeah! Boom! Jetzt muss gleich meinen Charakter wechseln. Na, wobei, doch nicht. Was? Alter, what the fuck ist das denn? Oh shit. Ach ja, Jutsu der Schattendoppelgänger. Und wo? Yeah! Aber GG. Und man merkt sich halt sowas. Oh Gott, das ist Boruto. Es ist einfach Naruto sein Sohn. Hä, warum hat er denn die gleiche Kleidung wie ich damals an? ETF? Was ist denn da los? Alles, danke für den Follow! Okay, seid ihr ready? Ich bin nicht ready. Überhaupt nicht. Scheiße, erstmal Rasengan machen. Oh nein, ey, nicht Famer, ey. Usch! Voll weggeschleudert. Ja, schon Schild damit schreckt. Ja, seht ihr? Das meine ich halt eben. Außer wir sind Ding geblieben. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, Sakura hat auch irgendwie wieder nicht getroffen. Nein! Ich habe kein Chakra mehr, deswegen. Ja.
Ja, ich kann nichts machen. Bitte, warum trifft Boruto? Nein! No! Nein! Oh, scheiße. Die Kombo eigentlich weitermachen. Was? Als ob er gerade mal erzählt. Was? Warum hat er sein Tauschmeck schon wieder bekommen? Ja, ist klar. Neu. Okay, ich beschwere mich gar nicht. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oh. Also, du hast gestern erst Naruto bekommen. Das ist ja cool. Naruto Karma kommt bis zum 4. Ich bin dumm, ey. Ich hatte doch nur noch 1% Leben. Meint ihr echt, dass Bandai Namco bzw. Cyber Connect 2 nochmal was machen wird? Ich meine, okay, sie haben das mit Momoshiki und so aufgebracht, ne? Also, wer weiß das schon, aber... Was? Was ist denn? Was? Warum? Kagemashina, Jitze! Yeah! Nein! 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 Hä? Yeah! Damn! Nein! Nein! Oh mein Gott, das ist gespannt! Was? Als ob ich das trifft? Scheiße, ich dachte, das trifft nicht. Ich habe extra Kartauschwang gedrückt. Was passiert hier? Ja, ist klar, ey, bestimmt. Ey, das ist wieder so typisch, ne? Natürlich lernen sich meine Tauschbecken wieder nicht auf. Ah, GG, war echt spannend, Favor. Ich hätte doch Tauschbecken drücken sollen, wo er seine Ulti gemacht hatte. Das hat mir jetzt einfach den Sieg gekostet. Na dann. Oh nein, Sasuke Kirin, send help. Naja, James nach unten, danke. Ja, natürlich, hallo. Warum, was sollte er denn bei mir schimmeln da oben? Nein! Ey, seine Tauschbecken laden auch schon wieder, ne? Ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Also, ich glaube, Tauschbecken ist das Einzige, was ich in dem Spiel nicht wirklich verstehe.
Nein, warum habe ich das gemacht? Dumm! Oh, scheiße, ey, dumm, wirklich! Ah, fuck, jetzt werden meine ganzen Bauchstrecken weg sein. Oh, ist so klar. Jeder andere hätte wieder einen Tauschbalken bekommen. Ja. Yeah, Erdversteck. Woo! Konnte so denken, ne? Erstmal weggehen. Mann, dieser scheiß Multi-Hit, ey. Bitte was? Was hat sie gemacht? Entschuldigen. Jawohl. Das ist ein Fehler jetzt, dass er seinen Tauschschrecken eingesetzt hat gerade. Scheiße. Okay. Okay. Wum, wum. Yeah. Wum. Das sind Shuriken! WTF, was war das denn? Warum hat Sasuke jetzt nicht Prio gehabt? Aber trotzdem GG! Und warum mag James, weil er zu gut ist? Oh nein, muss er gegen Famer spielen, ey! Ist ja genauso schlimm. Ja, natürlich. Ich
Yeah! Wow! Ich liebe ja die Kombo, ne? Nein! Nein! Man wird hier nur weitergereicht, ey. Oh. Hä? Wum, wum! Yeah! Wow, es hat mal connected! Oh, scheiße, nur voll rein, ey. No. Voll rein, voll einfach durch. Natürlich kann ich nicht punishen, ey. Ja, genau, ey, was war das denn jetzt schon wieder? Habt ihr es gesehen? Also richtig komisch. Meine Kombos klappen halt nie, weil der Gegner irgendwie immer so komisch in der Luft hängt irgendwie. Verstehe ich nicht. Was ist das für ein Favor? Mann, was passiert hier, Mann? Yeah! GG, Famer. Ah, das funktioniert. Finale! Ich bin mein komischen Spammer-Char. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass dieser Naruto echt übel ist. Kommt einfach die ganze Zeit, Karagebusche, Neujitze, voll, richtig voll gespammt. Okay, Jane. Mal sehen, wie schaut der Betrug jetzt aus, ne? Mann, ey, diese scheiß Shiratensei, ey. Ja, wollte ich auch machen, ist ja nicht so, dass ich sprinten wollte, ist okay. War ich gestunt?
trifft nicht. Was? Was war das denn? Hä? Ja, ich hab gar nicht geblickt gerade. Ja, Shira Tensei. Der ist echt ein Pain in the Wake. Jetzt komm, übertreib mich. So gut bin ich jetzt heute nun auch nicht. Mann, ey, jedes Mal diese Shira Tensei. James, warum machst du das so oft? Das hast du noch nie gemacht. Mix up. Boah, das ist so gemein, ey. Ja. Ist ja eben gerade so aus, ob Pain irgendwie komisch gestolpert wäre. Habt ihr das gerade gesehen? Yeah! Gut gemacht, Ojo. Wie Naruto sich da voll einen abgefeiert hat, eben so richtig so. Gut gemacht, mein Sohn! Mhm. Kommt wieder der alte James aus ihm raus. Habt ihr gerade gesehen? Oh, Hitbox! Oh, meine Fresse! Spielen wir DVD oder spielen wir es vom 4? Gesehen. Hitbox. Komisch getroffen. Frage war schon nah jetzt, ne? Ja, Naruto, mach Ninjutsu. Würde ich auch machen in so einer Situation. Ich kann nichts machen gegen Gaara aus der Wüste. Ja, schaut euch das an, hä? Was soll ich da machen? Oh Gott. Nein. Ja, ich muss ja Tauschbecken. Meine Tauschbecken haben halt einfach nicht. Ey, richtig übel. Aber hey, immerhin ein Stock abgezogen. Also schon mal, ne? Immerhin etwas. Wow. Ja. Wird damit gerechnet. Ich auf jeden Fall nicht. Ja. Oh shit. Gegen wem kämpft Famer? Ne, okay, alles in Ordnung. Also Stump 4 ist echt... Also Stump 4 habe ich auch viel zu verdanken, muss man auch dazu sagen. Ich meine, ich habe Galvin einfach kennengelernt, ich habe James kennengelernt, ich habe, ne, zum Teil euch ja auch kennengelernt, halt, also Famer und so. Also es ist schon... Stump 4 ist einfach geil. Ja, genau, ne, ist klar. Mhm. Fängt ja schon mal super an, ja. Ja, erstmal Rasengan machen. Alter, what the fuck, ich kann nichts machen! Boah, jetzt auch noch Hanabi, ey. Was will die denn hier? Was ist das? Scheiße, ich kann trotzdem wieder nicht punishen. Feel my pain. Hitbox? Hitbox? Ja, was hast du denn gedacht? Yeah! Boom! 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 Was? Mann! Pain, wo ziehst du denn hin? Hä? Die FSA darf denn jetzt schon wieder fliegen? Versteht nicht. Hitboard? So, jetzt sei! Okay, Kakashi ist einfach mal schneller als Pain. Was ist los? Was ist los? Auf hier! Boom! Ja, jetzt hab ich dich. Da.
Boom! Grab OP. Zum Beispiel Fortnite-Spieler. Ja, Fortnite-Community habe ich keine Ahnung. Ich spiele das Spiel selber nicht. Also ist mir da auch egal, wenn ich ganz ehrlich. Und ich finde es schade, wenn Leute in Slump 4 halt so rumtrollen und keine Ahnung warum. Finde ich schade. Ich meine, sollen sie halt sich wie die besten Spieler der Welt spielen. Aber. So wie Dark Magier zum Beispiel. Nein! Hitbox! Jawoll! Oh, ich war so lange gestunt gerade. Hat sich wie 5 Jahre angefühlt gerade. Oh nein, scheiße! Ich krieg voll ein aufs Gesicht einfach, ey. Was denn dann? Entschuldigen. Wie Kakashi genau von mir angehalten ist, ey. Habt ihr's gesehen? Perfekt bemessen einfach. Bitte ladet euch das mal auf jetzt! So, jetzt reicht's. Feierabend. Feel my pain. Rasengan! GG! Ey, das war echt noch richtig spannend, ey. Ich hatte nur noch 1% Leben. Boah, ey. Richtig knapp. Ja, ist so, James. Hä, was? Echt jetzt Apfel? WTF? WTF? Richtig dumm. Ja, richtig gut. Ich meine, hallo? Nur noch 1% Leben hatte ich. Hätte ich jetzt noch meinen einen Tauschbalken nicht gehabt, dann wäre RIP gewesen. Oh nein, was machst du denn jetzt schon wieder hier, Jane? Ja, direkt verdient, ne? Ja, mich hätte diese komische Pupswolke da noch getroffen. Oh nein, 2016. Leute, es geht los. Ja, schaut's euch an. Ja, als ob. Ja, hallo, block doch. Ja. So, jetzt drei. Ja, komm her. Oh oh. Hitbox! So, erstmal essen. Erstmal essen wie so ein Mauam. Nein, scheiße! Dann habe ich ausgetrickst, ey.
Dumm. Ist das so? Oh Gott, ey, James, was machst du mit den Leuten, hä? Ob ich da reinlaufe? Da ist da drauf reingefallen! Nee, du bleibst schon hier! Wo bist du denn lang, Mann? Leute, 2016! Fuck. Nein! Ja, mich jetzt getroffen. Scheiße. Hitbox! Warum hat das jetzt nicht connected? Nein! Fuck! Ja, genau! Ino! Jetzt hol ich mir nicht! Nein, doch nicht! Was denn an? Ja! Hitbox! Nein! Ja! Ich habe mich noch voll auf Naruto verlassen gerade. Kusadasi, Hallöchen! Nein, Hilfe! Ja! Ich will mich grippen. James, ich sag's dir nicht nochmal, Mann. Unterschätze niemals deinen Gegner. Tja, was machst du jetzt? Ja, genau. Ist klar. Beweg dich! Ja, genau. Ich hab sogar Blocken rückgehalten. Oh, shit. Okay. Erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Alter, ey. Richtig übel. Ah, immerhin, ein Stock abgezogen. Ich hab's geschafft. Es läuft schon mal ein bisschen besser als vorher. Da bin ich stolz drauf. Finde ich gut. Kusadasi, ich mach gleich ein neues Turnier auf. Und dann darfst du sehr gerne reinkommen und dann können wir gerne gegeneinander mal kämpfen. Ah, ich würde dann jetzt gleich dann das letzte Turnier machen. Für heute. Und dann. Meine spanische Arbeit wurde wegen Lockdown um eine Woche verschoben. Oh, weia. Kommt der spannendste Kampf. Ey, was soll das denn heißen? Moment mal. Und Kusadasi, danke für dein Follow. Warum ging kein Alert? Hallo? Alert einfach kaputt. Aber danke für dein Follow. Danke. Ich muss da gleich nochmal nachsehen, hä? Ja, das ging doch davor noch, oder nicht? Ich glaube, der Raid vorhin hat einfach den Alert voll kaputt geballert, einfach. Hallo! Meine Verteidigung. Ich schwitze auch nicht. Mhm. Ach, da ist der Alert, Mensch. Der Alert ist gekommen. Okay, also ist doch alles in Ordnung. Nur halt mit komischer Verzögerung. Hä? Hä? Warum eigentlich? Okay. Doch klar, Dagmar, ja klar.
Ich meine, ich bin manchmal ein bisschen lost, was Namen angeht. Aber, also die Leute, die wirklich oft dabei sind, die merke ich mir auf jeden Fall. Yeah! Und Barsch, danke für dein Follow! Was ist das denn gerade? Asada ist auch übel, ne? Er hat halt so krass Prio. Unfassbar, wirklich. Games damaliger Main. Und dann hat Zarata einfach mal so komplett zerstört, wisst ihr? Dann hatte James gar keinen Bock mehr, mit Zarata gegen mich zu spielen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ausschaut. Ja, kenne ich, Famer, kenne ich. Gerade gegen James ist es irgendwie so ein Ding, ne? Und man sieht die ganze Zeit nur James seine Tauschreiken, die ganze Zeit laden sich die ganze Zeit auf. Tatsächlich nicht. Also ich kenne mich allgemein auch nicht wirklich in der Competitive-Szene aus im Stomp 4. Ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt die ganzen Leute noch Stomp 4 spielen. So, wisst ihr? Weiß ich gar nicht. Also zumindest halt jetzt im deutschen Bereich jetzt, ne? Oder, ja. Okay, allgemein auch, aber... Ich meine, James ist so oder so competitive Spieler in Stomp 4. Was ist denn das denn gerade? Ninjutsus. Ey, richtig übertrieben. Hä? Apfel, wenn dann Apex. Also Apex ist momentan echt bei mir... Also Apex hat es bei mir echt angetan momentan. Echt richtig übel. Keine Ahnung warum, aber irgendwie... Ich weiß nicht, ist sogar das erste Battle Royale tatsächlich, was ich wirklich auch mal so spiele. Im Gegensatz zu Fortnite, ne? Wallah, Naruto beste Anime. Ist so. Es war leider ein bisschen zu lang gestreckt, aber man muss sich natürlich nicht die Fehler vorhin ansehen, ne? Ach, der Daniel. Daniel, ich war heute wieder richtig mad. Ey, wie gut, dass du erst jetzt da bist. Wenn du das gehört hättest, ne? Meine Katze rastet gerade richtig aus. Sie will mein Zimmer. Schnell Tür zu schließen. Achso, ey, das ist sogar ein Deutscher gewesen. Den sagt mir tatsächlich nichts. James? Also muss er dazu sagen, also James ist jetzt nicht so ein großes Problem für mich, ne? Also. Ich habe bis jetzt noch nicht ernst gespielt. Richtig übel. Was habe ich gehört? Arrogant sein Vater. So, Minato, komm mal bitte zu mir. Ich möchte ganz gerne gegen dich spielen. So, dann machen wir es so, ne? Nein, Samus oder wie die heißt, bei Smash, diese blaue. Achso, du meinst Pyra und Myphra, glaube ich, oder? Achso, nee, du meinst, nee, James meint Zero Suit Samus, meinst du? Die Apfel spielt, ne? Ja, die ist so oder so broken. Ich hoffe so oder so, dass sie wieder hört. Ist ja nicht so, dass es schon passiert ist bei ihr. Oh shit. Nein! Boah, voll das Amaterasu, aua. Scheiße. Nein, der macht die ganze Zeit Ninjutsus. Ich habe tatsächlich einen krassen Dealer gegen ihn. Er kriegt das schon hin. Kriegt er schon hin? Was denn von sonst Obashima? Oh, what style? What dragon you so? Ja,
Wow! Boah, also voll lag, ey, what the fuck? Alter, Hashirama ist echt so wie Bayo einfach in Smash Ultimate. So müsst ihr euch das vorstellen. Es war 5 Jahre Landing Lag. Oh fuck, ey. Nein! Oh Gott, ich wollte schon sagen, das spielt jetzt alles ab oder so. Ist schon ein Müll gewesen. Hallo, ich hab den Tauschbein gedrückt! Oh shit, oh oh. Orochimaru einfach tot. RIP Orochimaru. Ja, einfach Prio, man kennt ihn. So, jetzt reicht's! Feierabend! Hä, WTF? Neji ist einfach... Nein! Fuck denn die ganze Zeit, ne? Scheiße. Nein, ich wusste es! Ich hab sogar Tauschbein gespammt! Warum? Tot. What style? Ja, wow, hat ja auch voll geholfen, wisst ihr? Alter, ich kann auch gut spammen, pass mal auf. Stell dir mal vor, das hat connected. Ich komme! Ja, noch voll am Längen hier. Und jetzt reicht's. Und Hitbox. Oh, ich wäre fast in Niji reingesprungen, einfach. Sehr schlau von mir. Was? Warum? Und yeah! Hashirama ist einfach zu krass. Lass mich in Ruhe! Oh oh. Wo setzt der Neji ein, hä? Ja! Yeah. Jawoll! Und boom! Und seid ihr bereit für noch eine Runde? Los geht's! Boom! Und nochmal eine Runde! Scheiße, er ist nicht drauf reingefallen. Verdammt! Er hat dazugelernt. Ja, genau, was war das denn? Einfach mal online sie suchen. Was passiert da allein schon diese Kamera gerade dazu? Was war das denn? Oh nein. Tashi, geh einfach nach Hause, please. Lass mich aber alleine. Nein. Hitbox. Ich darf hier nicht verlieren. Ich darf ihn nicht bringen. Ja, ist klar. Kann nur wieder mir passieren, ne? Alter, ich hab einfach mal alles abbekommen. Oh Gott, ich hab so Angst, ne? Ich weiß nicht, was er als nächstes vorhat. Egal, Mann. Was? Hä? Was hat das denn jetzt gerade abgeblockt? What style? Einfach mal Neji weggekickt gerade. Oh fuck. Nicht das Genio zu. Nein, 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 nein. Fuck, fuck, Glocken. Boom. Nein. Ja, ist klar. Ein Trepp. Oh shit. Ja, aber nicht mit deiner Ulti, hallo? Ja, Orochimaru geht einfach wieder nach Hause. Er denkt sich so, Boruto wartet auf mich. Hä? Ja, wann hat er was mit Boruto zu tun? Wie die Ex? Oh fuck. Yeah! Got him! Oh, aber GG. Und das, obwohl Bayonetta schlechter ist. Schon komisch, oder? Keine Ahnung warum, aber muss man nicht verstehen. Das ist Disrespect mit Grab. Ich sag's euch, wisst ihr noch mit Nagato? Oder war das mit James? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Er ist darauf dreimal reingefallen oder so. Ich glaube Nagato, ne? Sagt der Bayou-Spieler, ne? Bayou ist halt toll, okay? Da kann niemand was dazu sagen. Bayonetta ist geil. Na komm. Ich komme hin. Oh oh. Nein, warum? Ah, ich hab Prio. What style? On, boom! Einfach mal in den Rücken. Vielleicht hat er ja jetzt mal auch ein bisschen einen geraderen Rücken als vorher. Aber irgendwie nicht. Das ist voll abgeblockt, voll OP. Wo geht denn meine Schuriken hin? WTF? Habt ihr es gerade gesehen? Hashirama schmeißt sie erstmal nach oben. Könnte ich auch machen. Erstmal zu den ganzen Zivilisten erstmal hinschmeißen. Was macht Suzuki denn jetzt da? Nicht grabben, ne? Ja? Nein! Was war das denn? Okay, das war interessant. Okay. Ja! Und boom! Scheiße. Ja, Ninja zu schaden. Hey, ich liebe Bayonetta einfach, okay? Bayonetta ist aber toll. Ich bin nicht umsonst Bayomain, Leute. Ich bin nicht umsonst Bayomain. Da würden sagen, geh mal weg. Das alles Match 4 gespielt haben und immer noch denken, dass Bayonetta einfach OP ist. Ey, die Kombi ist echt mies, die ich habe, ne? Schon geil. Boah, Amaterasu dreht sich erstmal 5 Jahre. Jetzt habe ich den. Und wenn er gleich blockt, hat er Shieldbreak. Das war jetzt. Was? Warum? Hä? Nein! Okay, doch nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Achtung. Pass mal auf. Oh oh. So. Jetzt reicht's. Warum Schild? What the fuck? Ja, sein Schild ist einfach wie Susanoo. Ja, okay, es ist Susanoo, aber trotzdem. Ja. Boom. Das heißt, das wollte ich gar nicht machen. Lol, WTF? Jetzt auf einmal kann ich Shield breaken oder was? Hä? Hat hier überhaupt gar keinen Sinn. Habt ihr das gesehen? Voll komisch. Ja, es war ja auch ein Shield Break vorhin. Man hat ja den Shield Break gerade gehört. Richtig komisch auf einmal. Was echt, James? Sagst du wirklich? Dann werde ich Smash Pro. Oh, da bin ich mal gespannt. Und du warst in Special Luigi Main. Luigi, ey. Nein, James, übertreib's nicht. Übertreiben Sie es bitte nicht, okay? Danke. Nein. Mann, ey, was mache ich da für eine Scheiße? Das lange Schwert vorhin mit die App. Hätte klappen können gerade. Ja, genau. Wir sind gestunt. Hilfe, send help.
Hallo, ich dachte Orochimaru hat das super. Ja, ist klar. Ich bin erstmal voll abgedunkt gegen Naruto gerade. Der hat Reflexe wie. Unfassbar. Hey, schaut euch James an. Schaut ihn euch an. Nein. Ja, ist klar. Die Amazon. Ich check hier gerade gar nichts mehr. Mann, ey. Shikamaru, geh mal weg. Was willst du eigentlich? Dass James auch nur Lag dabei hat, ne? Und what style? Boom! Jawoll! Ich hätte James gerade punishen können. Fuck! Ja, natürlich. Oh, yes. Und boom. Was war das denn? Oh mein Gott. Oh, jetzt reicht's. Habt ihr das schon wieder gesehen? James hat sich irgendwie wieder durchgeglitscht. Keine Ahnung, was... Ey, ich habe manchmal echt das Gefühl, wenn ich gegen James spiele, dass ich gegen so einen Fisch spiele oder so. Ey, so, nee, ey, so verwirrt jetzt. Hallo, Tauschbalken! Das ist echt so, ich bin richtig überfordert. Aber lieber überfordert als unterfordert, oder? Ist eigentlich das Wort unterfordert? Was ist eine Nebenfrage? Ja, wer Nagato jetzt hier, der könnte hier Bildungsauftrag erfüllen. Aber ich denke Apfel. Apfel. Würden Sie sich bereit dazu stellen, uns diese Antwort zu geben? Nein, als ob er das geredet hat. Ey, WTF. Ja, genau, ist klar, ne? Das trifft natürlich dann, ne? Nein, 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 nein. Ja, natürlich wusste er das. Keine Ahnung wie oder woher. Man kennt ihn ja, den James. Der weiß irgendwie alle. Da, Alter, ist das broken. Ja, genau. Wir waren da schon wieder im Trainingsmodus. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, Grab Range jetzt Jahrhundert einfach. Nee, James. Nee, das sehe ich nicht ein. So, jetzt reicht aber auch mal hier, ne? Mann, ey, jedes Mal schirrt Tensei. Und Chakra schon wieder komplett weg. Alles. Rama, beschütze mich mit deinem Leben. Und boom, einfach weggeboxt. Ich wusste, dass du nicht kommst. Was? Ey, nee. Also das fand ich jetzt ein bisschen... Nee. Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja, okay, ich muss zugeben, ich sterbe lieber so, als wenn da jetzt irgendwie was anderes komisches passiert wäre. Also ist in Ordnung. Oh Mann, ey.